Hallo, super seriöse Sci-Fi-begeisterte Science-Fiction-Star-Trek-Trek-Trekkies und willkommen zu Star Trek Online mit dem unglaublichen, fantastischen Akkuzwerk und mit mir, Pflüginski, und mit Worf. Ich gehe mal zur Seite. Mit der da Worf. Mit dem Rücken zu uns steht. Genau, der da. Der. Hallo, Worf. Mit Worf. Sag's nochmal. Mit Worf. Mit Worf. Okay. Und wir müssen jetzt sprechen mit Kymtar. Kymtar. Wir können eigentlich das ganze Spiel hier durchrappen. Na gut, wir reden mal. No wonder they made such an effort to chase us down before we could escape. They have been feuding with Martok for some time. Gut, dann beamen wir uns hoch. Reden die bei dir schneller als bei mir oder wirkst du die einfach ab? Ich wirk die einfach ab, sonst wird es ja ewig dauern. Aber vielleicht wollen die Leute denen zuhören. Was ich noch sagen wollte, falls es euch in den letzten beiden Folgen aufgefallen ist. Die Leute verlangen nach einer Entschuldigung. Da war der Rand abgeschnitten. Hatte ich aus Versehen noch andere Einstellungen in OBS. Das war ein bisschen doof. Wird nicht mehr vorkommen. Er wird sich dafür nächste Woche mit einem eigens produzierten Nacktvideo entschuldigen, vor allem bei den weiblichen Fans. Eher nicht. Oder eher ganz sicher nicht. Was müssen wir hier machen? Das Haus gewinnt immer. Aha, akzeptieren. Ich akzeptiere. Bin ich auch dabei. Gut. Autopilot. Auf geht's. Wir müssen wieder zurück nach Kronos. Sehe ich das richtig? Ja. Und da müssen wir dann in die Keta Lowlands. Ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich transwarpen, oder? Okay. Pew. Irgendwie ist diese Animation ein bisschen verbuggt. Normalerweise sollte zuerst das Wurmloch auftauchen und dann dieses. Ja, ihr habt's ja gesehen. Ist eine der nervigen Animationen, wie zum Beispiel auch der Helm, der Bart durch den Helm, der berühmte von World of Warcraft. Wenn man in eine Gruppe eingeladen wird. Ja, gibt's den noch? Ich hätte gedacht, den haben sie jetzt gefixt. Ja, das wäre ja auch mal Zeit wird's. Es gab so viele Helme, wo plötzlich der Bart unten rausgeschaut hat. Vor allem bei den Zwergen war das ein Riesenproblem. Und wie lang der Bug sich gehalten hat. Und es ist hier dasselbe. Der Bug, den gibt's seit einem Jahr mittlerweile schon. Ja, ich glaube, das ist halt nicht so einfach zu fixen, solche Sachen. Obwohl ich es bei der Animation nicht so ganz verstehen kann, weil das ist einfach bloß das dann ganz normale Slipstream oder sonst was machen sie ja auch. Also naja, Slipstream nicht. Oder das Rauswarpen aus. Ja. Sind ja auch so Animationen. So, wir nehmen jetzt an einer klingonischen Trauerfeier teil. Da müssen wir wieder mit Cirella sprechen. Hallo Cirella, hast du mich vermisst? Hoffentlich nicht. Was für eine Gilf. Die musst du dir mal anschauen in Star Trek. Schaut euch die mal an in Star Trek Deep Space Nine, da ist die noch heiß. Oh Gott. To Stovkor. Oh yes. The House of Martok would be honored if you would agree to join us for this rite. Ja, da hast du okay geklickt, oder? Oh ja, Entschuldigung. Kein Problem, ich wollte auch noch klicken.
in the flash before the night. You heard the call of Stobokor. The warriors sing out, cry out your name. Welcome home. Welcome home. Let not your heart be filled with fear. The spirit soars on honor's wings. Your heart is singing. You found your way. Welcome home. Welcome home. Das war schön. Das war wirklich schön. Ich fand es nur irgendwie komisch, dass Worfs Mund sich irgendwie bewegt hat, lange bevor er irgendwie angefangen hat zu reden. Ja, wir gehen mal davon. Wir sind mal nett und gehen mal davon aus, dass er noch ein kleines Gebet davor gesprochen hat oder was auch immer. Und irgendwas gemurmelt hat, genau. Ja, ja. Es war Absicht. Send an alert to everyone on the estate. I will see to Lady Sirella. Prepare your men. We will not let these dogs catch us by surprise. So. Oh my God. Klingonen. Pew. Genau so soll eine Beerdigung sein. Ja. Ich denke, das könnte ich meinem Pfarrer vorschlagen, wenn es mal soweit ist. Ja, sowas genau. Lässt sich bestimmt einrichten. Es gibt bestimmt Bestattungsinstitute, die... Vielleicht in Amerika, aber nicht bei uns. Ich halt in die Schweiz. Ob es das in der Schweiz gibt? Viele das wohl dann sind. Dann gehe ich halt nach Nordkorea oder irgendwo. Das passt dann schon. Also ich glaube, auch in Nordkorea ist nicht die Freiheit. Ich glaube, da musst du wirklich in die USA. Wenn ich sage, ich zahle die Patronenkugeln? Das war jetzt ziemlich makaber. Ja. Nicht, dass ich wieder als jugendschutzgefährdend in jedem Video ich vorkomme. Ist dann irgendwann jugendschutzgefährdend. After everything you have done on behalf of the House of Martok, I ask that you see this campaign. Oh, schön. Ich habe gerade Hurensöhne statt Hundesöhne gelesen. Ich war ganz überrascht. Your ship is recognized as an ally by our fleet. Tor will soon discover that the House of Martok is stronger than he was led to believe. Make contact with the fleet when you... Ja. Ist gut, sag mir nicht, was ich tun soll. Schön hochbeamen und auf geht's. Jo, Gorath-System. Wo ist denn das? Ach, direkt nebenan, stimmt ja, genau. Das ist das System, was so gelb eingekreist ist oben auf der Minimap. Aha, witzig ist. Mhm. Ja. Hat mir gar nicht aufgefallen. Stille. Ja, es ist sehr still im Weltraum. Da kann es fast nicht zu still sein. Nein. Außer man hat Flügenski dabei.
Der Gavin ist verpflichtet, die Stille dementsprechend auch zu brechen. Nun, das Gorath-System. Hört sich türkisch an. Our transponder signal has been linked to the Martok fleet commander, and we're receiving battle instructions. The IKS merge will follow us. Our task is to destroy hard assets that Tor could use to mount. Ja, auf in den Kampf, würde ich mal sagen. Jo, los geht's. Lasst uns Spaß haben. Vergiss nicht, dich zu tarnen. Ja. Ich meine ja nur. Ich mein's doch gar nicht böse. Achtung. Ui, das sind aber einige. Ja, hinter dir ist die Flotte, nicht vor dir. Ist mir gerade klar. Wer hat gepult? Wer hat gepult? Ja, unsere Zuschauer schließen schon Wetten ab. Stirbt Agro-Zwerg oder nicht? Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Diese Kämpfe hier am Anfang sind ja noch relativ leicht. Vergleichsweise. Also wenn man es dann mit den späteren Kämpfen vergleicht, da wo man dann so gegen ein Schiff kämpft und immer ja, und immer wieder stirbt, weil das irgendwie schafft, Torpedos auf dich abzuschießen, die du nicht extra abfangen kannst oder sonst irgendwie was. Du hast, glaube ich, noch nicht die ganz noch in Zeitmissionen gespielt. Bin mir gerade nicht, weiß ich nicht. Ich glaube noch nicht, oder? Nee, noch nicht. Boah, ich habe gekotzt. Ja, dann kommt noch das Dreidimensionale dazu, dass man dann doch immer irgendwie gucken muss, sind die Waffen gerade ausgerichtet. Bin ich auf der richtigen Seite des Schiffes? Ja, genau. Genau, dann kommen die vier Ausrichtungen der Schilde dazu. Also es ist nicht leicht. So, ich zerstöre mal den Frachter. Ja, und ein wichtiger Teil des Quests haben wir leider schon verbockt. Die IKS Moody hat, die Moody hat nicht überlebt. Oh ja, das ist nicht gut. Ich hab gar nicht mitgekriegt, dass wir auf die aufpassen müssen. Wieso müssen wir auf die aufpassen? Ist das unser Flaggschiff oder was? Ja. Oh. Es hätten auch die anderen ein bisschen besser aufpassen können. Wieso müssen das immer wir machen? Wir hätten ihr Geleit geben können. Haben wir nicht gemacht. Auch egal. Ist ja nichts passiert. Hauptsache der Frachter ist gleich Geschichte. Ja, wieso kann der Captain von der Mutti noch was sagen? Ja, vielleicht ist er bloß bewegungsunfähig. Das Klingonische Reich wird siegen, sagt sie. Ist ja gut. Stimmt wahrscheinlich sogar. Ja, ja. Wie heißt so schön, es wird alles gut, es steht bloß noch nicht fest für wen. Ja. Aber ich meine, das ist ein MMO. Heißt die Seite, auf der wir stehen, gewinnt. Meistens ja. Wollte ich gerade sagen. Mhm. Außer es ist anders vorgesehen. Außer sie kritten. Schön. Wenn das so weitergeht, sterbe ich jetzt dann wirklich noch. Nein, 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 komm schon. Schilde. Eieiei, sieht aber gar nicht gut aus. Könnte dieser verdammte Kreuz jetzt dann endlich sterben? Lass es einfach zu. Nein, ich will nicht. Okay, es ist passiert.
Ja, irgendjemand hat jetzt Haus und Hof verloren wegen dir. Ach. Ich meine, wir sind in einem Spiel. Das passiert ganz einfach. Wir kommen einfach wieder. Ja, trotzdem. Die Leute haben auf dich gewettet. Du wirst sterben. Au! Aber es hat mich schon mit tiefer Befriedigung erfüllt, dich explodieren zu sehen. Das habe ich mir fast gedacht. Es war die schönste Explosion, die ich in meinem Leben gesehen habe. Sowas gefällt mir übrigens hier richtig gut, also die fetten Raumkämpfe. Ja, mit eigener Flotte auf unserer Seite und so richtig vielen Schiffen auf der anderen Seite, das ist schon immer sehr schön. Man muss bei diesen Schlachten bloß immer ein bisschen aufpassen, dass man es nicht so macht wie ich und voll in die ganze Gegnerflotte reinfliegt und die Verbündeten noch relativ weit weg sind. Das geht dann nämlich meistens nicht so gut aus. Außer man hat ein gutes, starkes Schiff und selbst dann kann es blöd laufen. Ist halt taktisch einfach nicht so klug. Und in dem Spiel gibt es schon eine gewisse Taktik. Ja, das merkt man ja auch. Dann später, wenn die Schiffe schwerer werden, vor allem. Ja, ja, und es ist ja auch hier jetzt nicht unbedingt sehr einfach. Und wir spielen jetzt, glaube ich, auch auf dem normalen Story-Schwierigkeitsmodus. Man ja. Kann das Ganze noch auf ganz anderen Schwierigkeitsgraden dann spielen. Dann heißen die Birds of Prey nicht mehr Birds of Prey, sondern Super Hightech Birds of Prey oder so. Und das wird dann richtig lustig. Und später, da hört man dann auch auf, in ein Gefecht mit vollem Impuls zu fliegen, weil man schon so ökonomisch denkt, dass man weiß, man braucht die Energie noch. Ja, ja, ja. Es wird einem schon in der ersten Mission erklärt, dass du das nicht tun sollst, aber du tust es trotzdem. Ja, am Anfang geht's halt noch und du bist halt einfach schneller dran damit. Man muss aber auch sagen, dass dass teilweise die verbündeten KI echt scheiße ist. Also ich meine, die gurken jetzt irgendwo da hinten rum, ewig weit weg vom Kampfgeschehen und wir kämpfen hier vorne allein gegen... Von niemanden ergriffen, außer von sich selbst. So, ich habe eine Auszeichnung erhalten. Fliegende Projektile. Schön, schön. Weil ich ein Held bin. Genau. So, ich gehe da mal auf dem Frachter Tirol. Sirol. Entschuldigung. Ich finde ihn übrigens, ach, der hier oben, das ist nicht dick. Frachter Tirol schöner. Was hat der an Bord? Schnee? Wahrscheinlich. Oder Ski? Warum gehen die jetzt alle auf mich? Ja, weil du da vorne ganz alleine bist. Ja, bin ich schon die ganze Zeit. Jetzt auf einmal werden sie aggro. Tja. Was jetzt macht.
Ich bin ja gut ausgerüstet und ich kann ja spielen, im Gegensatz zu anderen Leuten. Ja. Hab ich den jetzt weggedrückt? Oh. Nee, ich bin im Kampf. Ich bin auch im Kampf. Ja, deswegen ist er jetzt weg. Glaube ich. Ist auch toll. Der ruft mich und dann verpisst er sich wieder. Du musst es eher so sehen, wie als wäre quasi jetzt die Übertragung abgebrochen, weil dein Schiff gerade einen kritischen Treffer bekommen hat oder so. Du musst es ins Kriegsgeschehen einflechten. Oh oh. Ich muss mal die paar Schilde, die ich noch habe, umverteilen. Mein Gott. Genau. Wollen die alle von mir? Die Kreuzer sind halt nervig. Die halt ein bisschen was aushalten. Die normalen Bird of Prey, die sind ja eigentlich ein Witz. Wir sind hier ohnehin voll die Fleißbienchen. Wir müssten gar nicht mehr. Ja, unsere Mission ist eigentlich erfüllt, ja. Aber... So, den holen wir uns jetzt hier noch da. Ja, genau. Den Bird of Prey. Na, endlich. Schön. Wunderbar. Es gäbe hier noch ein paar rote Punkte auf der Karte, aber die lassen wir mal. Und denn wir müssen jetzt die Folge beenden. Richtig, sehr, sehr richtig. Da wir diese Let's Plays ein bisschen in der Vergangenheit aufzeichnen und ein bisschen früher, als dass sie erscheinen, sollten wir an unsere Zukunfts-Ich inzwischen berühmt geworden sein und viel mehr Viewer haben als so manche berühmte YouTuber, wollen wir herzlich gratulieren und auch Danke sagen an all die vielen Fans, die uns inzwischen supporten. Ja, und dem Zukunfts-Flügünski sagen, dass er eine blühende Fantasie hat. Nee, das weiß ja der Vergangenheits-Flügünski schon lange. Ja, wunderbar. Dann ist ja aber gut. Der Zukunft-Flügünski würde ihn dafür bewundern, dass er so viel Kreativität und Elan besitzt. Na gut. Wir verabschieden uns. Bis nächste Woche. Macht's gut und auf Wiedersehen. Tschüssi. Ciao.